Herr Kammersänger, Sie haben die Opernwelt etwa 40 Jahre lang mit insgesamt 120 Partien begeistert, auf Augenhöhe mit Sängergrößen wie Pavarotti, Domingo, Teresa Stratas. Sie haben sich darüber hinaus aber immer auch Gedanken gemacht über das Menschsein an sich, über seelische Bedürfnisse, zum Beispiel auch über die Intuition. Über all das möchten wir heute hier im Bernd-Weichel-Museum in Bodenmais sprechen. Aber zunächst möchte ich ein Thema ansprechen, das Ihr Leben bestimmt hat, ein grundlegendes Thema. Welche Bedeutung hat Gesang für Sie und für das Menschsein im Allgemeinen? Man muss sich vorstellen, ein Kind wird geboren. Das Erste, was das Kind, wenn es sich mitteilt, tut, es gibt einen ersten Schrei. Mit diesem ersten Schrei lernt das Kind bereits sein Innenleben kennen. Es wird durchblutet, der ganze Körper, auch der Kopf natürlich. Es differenziert dann das weitere Schreien, weil es noch nicht sprechen kann, um der Mutter mitzuteilen, wie gut es ihm geht, wie schlecht es ihm geht, was es haben will. Das heißt, der Gesang, wenn wir es jetzt schon so nennen, ist im Grunde genommen die erste wichtige Mitteilungsfähigkeit des Menschen überhaupt im Leben. Und bleibt es dann auch? Bleibt es dann. Ich kann heute von mir sagen, dass ich selbst am Telefon bei Menschen erkenne, wenn sie mit mir reden, ob ihnen irgendetwas fehlt. Die Stimme hat dann einen anderen Klang, eine andere Farbe. Und ich frage dann, was fehlt dir oder ihnen fehlt was? Dann sage ich, woher merken Sie das? Sage ich, ich merke es an Ihrer Stimmgebung. Ja? Nicht, wenn jemand heiser ist, das merke ich auch. Aber ich merke an dem, an der Farbe, an der Kraft der Stimme und nicht an der wörtlichen Aussage bereits, wie etwas mit diesem Menschen nicht stimmt unter Umständen. Sie sind auch Autor mehrerer Bücher und haben 2017 ein Buch zum Thema Singen veröffentlicht, in dem Sie sich unter anderem auch mit dem therapeutischen Nutzen von Gesang befassen. Ob es jetzt um Depressionen geht, Burnout, beispielsweise auch um Asthma. Welche Zusammenhänge sehen Sie da? Welche Erfahrungen haben Sie selbst in diesem Bereich? Ja, ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Die Psychiatrie in der Nussbaumstraße in München, eine Abteilung der Maximilian-Universität, gab mir 1996 die Möglichkeit, mit einer Intervention dort mit psychiatrisch-klinischen Kranken zu arbeiten. Der Titel hieß in ungefähr angewandtes Atmen und Singen bei psychiatrisch stationären Kranken. Und das war ein Raum, in dem stand ein Flügel, eine Pianistin war da. Ich habe dann die Leute angeregt, im Einzelnen irgendetwas zu singen, was sie können. Einer konnte nur die Südtiroler Nationalhymne, die habe ich ihn dann 30 Mal singen lassen. Allerdings hatte der noch ein anderes Problem, der IQ war nicht in der Lage, Dinge so umzusetzen. Das war eine wichtige Erfahrung. Und hinter einer Glaswand saßen Ärzte und haben dann zugesehen, was ich mit den Kranken dort gemacht habe. Mir ist in Erinnerung eine ungeheure Geschichte, die ich sehr gern, ungeheuer sage ich, eine sehr schöne Geschichte, die ich sehr gern erzähle. Eine 69-jährige Frau Kwasnitschka, den Namen merke ich mir auch mein Leben lang, wurde von zwei weiß gekleideten Pflegern hereingeführt, nämlich so, ja, so. Und sie hat sich am Flügel hinten festgehalten. Nach 5 Minuten, ich weiß nicht mehr, ein Brunnen vor dem Tore, glaube ich, hat die angetönt und hat sich dann aufgerichtet beim Atmen, stand plötzlich aufrecht, hat sich weggelöst vom Flügel, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, schön haben Sie das gemacht, junger Mann. Und dann wollten die Pfleger hingehen und wollten sie wieder auf ihre Station führen. Die hat sie weggedrückt, ist alleine so auf die Station, hat geleuchtet vor Freude. Das war nämlich das, was ich wollte, Freude für die Leute erzeugen. Und auf der Station wollten jetzt alle mitmachen mit der Studie, was ja nicht möglich war. Wir hatten eine bestimmte Zahl, ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Und mit einer Crossover-Studie haben wir dann festgestellt, dass die erste Studie von mir, die erfundene, die bessere war. Ich habe das über Monate durchführen lassen, selber konnte ich das natürlich nicht. Aber die Psychiatrie in Wien, Baumgartner Höhe, wurde auf mich aufmerksam und hat mich geholt, dasselbe zu machen bei Asthmatikern. Jetzt muss man wissen, Asthmatiker sind sehr oft psychosomatisch krank. Ja? Und mit denen habe ich das auch so durchgeführt und die haben zweimal einen Erfolg dabei gehabt. Sie haben gelernt, mit dem Zwerchfell umzugehen.
die Luft zu kontrollieren, ob sie ein- oder ausatmen, über das Diaphragma, über das Zwerchfell. Und zum anderen haben sie eine Katharsis gehabt, wie die anderen vorher in München auch, eine Katharsis, eine Entlastung ihrer bedrückenden Gefühle. Und dann habe ich als Sänger, wahrscheinlich der erste überhaupt auf der Welt, auf dem Asthma-Kongress in Wien einen Vortrag darüber gehalten. Also ich habe schon diesbezüglich Erfahrungen, ja. Haben Sie auch Studien zum Thema Singen in der Therapie geplant? Nach der Münchner Studie, die ich ja gemacht habe, hätte ich noch gerne das Ganze erweitert, nämlich diesen Kranken oder Patienten dann gezeigt, wie die abdominale Atmung richtig gemacht wird, nämlich die Bauch- und Flankenatmung. Und dann eben auch hätte ich gerne die Erfolge, die Endorphinausscheidung im Kopf, in den bestimmten Feldern, hätte ich gern gemessen, und dazu hätte ich gern gehabt Speichelproben, die das messen, vorher und nachher, damit man gute Grafiken verfertigen kann und das Ganze eben anbringen kann. Und dann hätte ich gern junge Sänger ausgebildet von meiner Seite, zusammen mit Medizinern, die dann eine neue Musiktherapie gegründet hätten diesbezüglich. Aber ich weiß, dass es immer lange Wege sind und dass dieses Büro erst nicht funktioniert und dann dort nicht funktioniert. Es ist mir zu mühsam, ich lasse es jetzt. In der Beschreibung Ihres Buches ist zu lesen, Gesang kann einer ganz individuellen Stimmung Ausdruck verleihen, hohen ästhetischen Genuss bereiten, das ist zweifellos so, aber, wie Sie auch schreiben, zur Vervollkommnung der allgemeinen Gesittung beitragen. Welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen Gesang und Gesittung? Also da hat schon der Schiller einen Zusammenhang gesehen, 1802. Ich werde das deshalb zitieren, weil ich kein falsches Wort sagen will. 1802 schreibt er, die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staates eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, ein Schlüssel zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele. Und in Die Braut von Messina oder Die feindlichen Brüder über den Gebrauch des Chores hat sich Schiller erneut dazu geäußert. Alle Kunst, schreibt er, ist der Freude gewidmet. Das sollten unsere Leute heute wissen. Und es gibt keine höhere und keine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken. Die rechte Kunst ist nur diese, welche den höchsten Genuss verschafft. Und das ist ein ganz großer Leitgedanke für alle meine Kritik, die ich ja immer wieder vergeblich an alle möglichen Theater richte und Leser richte. Das ist ein Ausgangspunkt. Sehen Sie bei diesem Thema auch Zusammenhänge mit den gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen? In der Bayerischen Verfassung, im Artikel 131, 1 bis 3, wird gefordert, Bildung soll auch Herz und Charakter erreichen und die Ehrfurcht vor der Würde des Menschen. Im Freistaat Sachsen wird es im Absatz 2.3 inhaltlich ebenso formuliert. Dort heißt es, die musische kulturelle Bildung ist ganzheitlich und hat daher erheblichen Einfluss auf das soziale Verhalten, auf die soziale Kompetenz und auf die Entwicklung demokratischer Haltungen und Strukturen. Und wissen Sie, das kann man natürlich einfach so sagen im Moment, aber ich habe auch aufgespürt, diese wissenschaftlichen Aussagen dazu, die ich gefunden habe, pädagogische Auswirkungen neurobiologischer Grundlagenforschungen in Scheidegger, Josef und so weiter, durch Musikerziehung 1997 schon und bei Aktenmüller, der ein hervorragender Wissenschaftler ist, der in meiner Hochschule auch studiert hat und dort noch arbeitet, Musik im Kopf, in Gehirn, Geist. Wer das nachliest, wird die Antworten finden darauf, wie denn der Bildungsauftrag dann erfüllt werden soll zugunsten des Menschen selber, der singt oder musiziert und des Publikums. Im sogenannten modernen Regietheater steht manchmal weniger das Werk selbst im Zentrum als die nicht immer ganz dazu passenden politischen Botschaften des Regisseurs. Sie haben sich als scharfer Kritiker dieser Entwicklung nicht nur Freunde gemacht. Sie werden oft schubladisiert als Kulturpessimist, manchmal auch als Rechtsradikaler.
aber ich kenne eigentlich kaum ernsthafte Diskussionen über ihre Sachargumente. Sie sehen das Schöne, Harmonische gewissermaßen als Seelennahrung, die auch der psychischen Gesundheit dient. Kann man das so zusammenfassen und worauf stützen Sie diese Aussage? Was ich gerade erzählt habe, nämlich in der Studie, die ich getan habe, was Schiller gesagt hat und was im Bildungsauftrag steht. Man müsste das ernst nehmen. Wie zum Beispiel, was Inszenierungen anbetrifft, ich habe selbst ein paar machen dürfen, was ganz selten ist, weil ich kein Schauspieler bin, ich kann also Noten lesen. Und aus der Partitur habe ich inszeniert, die erste Sache, Figaros Hochzeit. Da habe ich einen Kopf, ein Gerüst, Holzgerüst als Kopf auf die Bühne stellen lassen, habe das untere Drittel des Kopfes, wo die Lippen sind, etc., zugeordnet dem bürgerlichen Paar Susanna und Figaro. Und hinter der Nase, hinter den Augen, das gräfliche Paar, das immer versucht hat, auf den unteren Teil herunterzukommen, insbesondere der Graf, es ist ihm nicht gelungen. Interessant war auch, ich habe sehr viel psychologisch dabei gearbeitet, ich habe der Gräfin eine weiße Taube in die Hand gegeben, wo sie immer versucht, die Taube fliegen zu lassen, als die Liebe zu ihrem Gatten fliegen zu lassen. Die ist nicht geflogen. Die gleiche Taube aber, die der Cherubin hatte, da habe ich einen Motor drinnen gehabt mit einer Batterie und die hat immer geflattert. Das heißt, ich habe dem Cherubin erspart, atemlos herumzulaufen, sondern ich habe die Bewegung der Taube gegeben und die Taube von dem Cherubin hat eben geflattert. Das heißt, sie war das Wesen, das Liebe vermitteln konnte. Ich habe ja dann auch Salome inszeniert und habe den Herodes mit den Schleiern der Salome einwickeln lassen, also von ihr. Er war richtig gebunden. Nicht, und sie war nicht nackt darunter, aber ich überspringe jetzt die ganze Inszenierung bis zum Schluss. Als der abgeschlagene Kopf zu ihr gebracht wurde auf einer sehr großen Schüssel, da war sie dann splitternackt und hat eben mit dem Kopf, mit dem blutenden Kopf, den hat sie sich überall über die nackten Brüste und überall drüber geschüttelt. Sie hat dann ihren Sex gehabt mit dem abgeschlagenen Kopf und das ganze Ding wurde bejubelt. Und dann habe ich noch andere Inszenierungen gemacht, einmal auch in Japan, Meistersinger. In Japan wurde ich immer sehr gefeiert, genauso wie Domingo und Pavarotti und andere. Bei der Inszenierung habe ich den Beckmesser auf einer Stehleiter immer herumgehen lassen, weil er sich immer erhoben hat über die anderen. Harteros hat mitgesungen, das Äfchen, die musste sich auf den Hans Sachs richtig draufwerfen, ihn schlagen, dass er sie lieben soll. Also viel, viel rabiater, als es sonst immer liebevoll gemacht wird. Und ich wurde dann am Schluss total ausgebuht vom ganzen Haus. Ich bin erschrocken, weil sowas ist völlig unüblich und ich kenne in Meistersinger wirklich jede Note. Jede Note, da brauche ich ja gar nicht drüber zu reden. Dann ist mir ein Kamerateam nachgefahren bis nach Deutschland und hat mich wieder gefragt, ein Kamerateam von NHK, das ist die ARD von Japan, wieso ich eine falsche Inszenierung gemacht hätte, bis ich irgendwann vom Intendanten erfuhr, was der Grund war. Ich habe keine Hakenkreuze auf die Bühne gestellt und keine Neonazis hingestellt. Warum hat man das erwartet? Weil Deutschland es permanent verkündet, dass das sein muss. Ja. So weit sind wir. Es ist keine Epidemie mehr, es ist eine Pandemie. Die Hakenkreuze sind eine Pandemie. Ein bestimmtes Ausland sagt dann immer, deutsche Kunst muss hässlich sein und wehtun. Das heißt, Sie sind sicher kein Vertreter erzkonservativer Inszenierungen, denen im Grunde nichts passiert. Aber es geht Ihnen um eine Psychologie, um eine Personenführung, um eine Regie, die sich aus dem Werk heraus entwickelt, richtig entwickelt. Aus der Partitur, natürlich. Ich hätte noch einen Traum gehabt, aber ich altersmäßig jetzt und ich nehme an, dass mir das auch nie ein Opernhaus erlauben würde. Ich hätte gern Evgeny Onegin inszeniert. Und zwar, für mich ist das Paar Onegin und Lenski ein homosexuelles Paar. Eindeutig. Denn als Onegin zunächst einmal mit Tatjana zusammenkommt, sie hat ihm einen Brief geschrieben, dann kanzelt er die so ab, wie nie ein Mann, ein normaler Mann, eine Frau abkanzeln würde. Ich sage es einmal, das klingt nämlich auf Russisch besonders gut. Wie bin ihr Pisali, sie haben mir nämlich geschrieben, nie abbereites, sagt er ihr laut. Leugnen Sie nicht ab, dass Sie mir geschrieben haben. So behandelt man niemals eine Frau. Jetzt springe ich zu dem Duell, weil
er dann feststellt, dass der Lenzke eine Freundin hat, sein schwuler Freund hat eine Freundin oder Braut oder was weiß ich. Daraus kommt ja das Duell. Im Duell schießt er, trifft den Lenzke, schmeißt sich über ihn, reißt ihm das Hemd herunter, trinkt fast sein Blut, schmiert sich das Blut von dem über den Körper selbst und trägt den Sterbenden ihn küssend hinaus. Er hat seinen Geliebten erschossen. Wiederum eine Strecke Pause. Er kommt am Schluss zu Tatjana nochmal. Die ist mittlerweile zu einer Matrone gewachsen, zu einer mütterlichen Figur. Jetzt will er dort die Zukunft eigentlich verbringen, weil sein ganzes Leben umsonst war. Er hat gesucht, er hat keiner mehr gefunden wie Lenzke. Ja, er kommt jetzt zu dieser Frau, mütterlich, das erfährt man oft, dass Homosexuelle sich gern zu mütterlichen Frauen hingezogen fühlen. Sie gibt ihm einen Korb, er geht vor an die Rampe, das muss man so machen, weil es am eindrucksvollsten ist. Und da singt er nämlich, Pasor, das ga o žalke ich rebi moi. Das heißt, ich habe alles falsch gemacht, Vorhang. Das hätte ich gern noch inszeniert. Aber ich bemühe mich nicht mehr drum. Es ist viel zu kompliziert. Dann, als Sänger darf man sowieso nicht inszenieren, weil man Singesänger heißt es, rede nicht. Und dann ziehe ich mich lieber zurück. Kritiker des heutigen Bildungssystems meinen, dass wir alle zu sehr auf das Funktionieren im System getrimmt werden und dass persönliche Fähigkeiten oft auf der Strecke bleiben. Nun stehen für Sie als Künstler ja gerade die nicht katalogisierbaren Seiten des Menschseins im Zentrum, beispielsweise Intuition. Welche Bedeutung hat die Intuition für Sie? Hat einen ganz hohen Stellenwert, weil ich gerade der Ansicht bin und aus Erfahrung auch selber weiß, dass es darum geht, die rechte Hirnhemisphäre viel mehr zu aktivieren, Synapsenbildung dort zu unterstützen. Im Übrigen gibt es ganz klare Aussagen über den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Hirnen. Unsere schöne Damenwelt hat auch die rechte Hirnseite mehr mit Synapsen versorgt als die linke, sodass ich bei Vorträgen manchmal ins Publikum sage, meine sehr verehrten Herren, werdet etwas weiblicher, dann schauen die mich sehr komisch an. Was ich aber da mal meine, lernt bitte das ganzheitliche Denken. Das ganzheitliche Denken habe ich mit vielen Opernrollen, die ich einstudiert habe, auch gepflegt. Ich bin zum Beispiel leicht ein Eidetiker. Ich fotografiere Texte und habe sie im Kopf und kann dann auswendig lernen. Ich bin ein ganzheitlicher Denker und darum geht es, wenn wir darüber reden, was gefördert werden soll. Nicht das lineare Denken, das läuft fast fürs, das macht schon der Computer oder das Handy oder das Laptop. Das schult sich schon dadurch. Aber wir müssen das rechte Hirn viel mehr schulden, um auch harmonisch zu werden, um tiefer auszudifferenzieren die ganze Emotionalität. Und das ist das ganz Wichtige. Wir handeln nämlich dann über das große, über das ganzheitliche Denken viel besser. Das linke Denken, das analytische, lässt sich vom rechten beeinflussen, positiv beeinflussen. Deshalb arbeite ich daran. Aber Intuition ist ja nicht etwas, das man wie einen Lichtschalter betätigen und ein- und ausschalten kann. Welcher Weg führt dazu, dass wir intuitiver werden? Ja, zumindest muss es im Kindergarten anfangen. Und später geht es darum, sich über die Künste zu bilden. Das muss nicht die Oper sein oder Konzerte sind sehr gut. Es müssen Ausstellungen sein. Man muss Bilder, Optik auf sich wirken lassen. Man muss in den Wald gehen, sich in einen Wasserfall vertiefen. Man muss Gedichte auswendig lernen. Man muss alles das tun, was wir eigentlich vom ganzheitlichen Denken her der rechten Hirnhemisphäre zuordnen. Ja? Denn das Einmaleins hilft uns da nicht. Als Sie sich als Sänger von den internationalen Bühnen zurückgezogen haben, haben Sie eine bebilderte Autobiografie veröffentlicht, eine sehr schöne, in der nicht nur Anekdoten aus Ihrem Künstlerleben nachzulesen sind, sondern in der Sie auch sehr offen über die schwierige Beziehung zu Ihrer Mutter sprechen. Unter anderem erfährt man, dass Sie sich auf die Weissagung einer kartenlesenden Zigeunerin gestützt hat. Wie kam es dazu und was hat sich da erfüllt oder nicht erfüllt? Also gehen wir zuerst zur Zigeunerin. Das hat sich erfüllen müssen. Ich musste berühmt werden und musste ja die allerschlimmsten Dinge antun.
Ich habe sie verlassen, die Mutter, und heimlich eine andere Frau geheiratet. Das dürfte eigentlich alles sagen. Aber warum die Mutter so war, das habe ich erst viel später erfahren. Nämlich 1972, als ich noch eine Tante von ihr in Wien besucht habe, an der Endstation in Sievering, oben Endstation der Tram. Da wohnte die Bertha-Tant, die Tante Bertha. Und bei ihr war ich in der Wohnung, in eine winzige Wohnung, und da war eine Fotografie an der Wand, gelblich schon durch die Jahre. Sie hatte links und rechts einen Buben an der Hand. Und als ich sie fragte, wer das ist, und da sagte sie, das ist diese jüdische Familie, wo ich das Kind gepflegt habe, wo deine Großmutter als Pflegerin dort war und dort schwanger wurde. Das heißt, das sagte alles, ja. Und dann, als es wirklich so war und meine Mutter dann zur Welt kam in Wien, wurde eingetragen, Vater unbekannt. Und das Kind wurde sofort nach Ungarn gegeben, damals war es noch Österreich, in Stein am Anger, nach Stein am Anger. Und später, das ist ja heute das Sombartal, und da wurde das Kind bei fremden Leuten die ersten 5, 6, 7 Jahre erzogen, sprach nur Ungarisch, nicht Deutsch, wurde dann von ihrer eigenen Mutter nach Wien geholt, die konnten sich nicht verstehen, weil die Mutter von ihr ja nicht Ungarisch konnte. Die hat einen Ungarn geheiratet, mit dem ging's. Aber er hat sie nicht adoptiert. Und das war alles für mich die große Frage. Und das hat mir die immer erzählt, die Großtante von mir. Dass also meine Mutter im Prinzip einen jüdischen Vater gehabt hat. Ja? Und deshalb auch war mir vieles immer sehr kurios. Als ich nämlich 1942 geboren wurde in Wien, ist sie sofort mit mir abgereist, hat Wien verlassen, fluchtartig. Und ist nach Bodenmais am Arber gekommen. Sie hatte anscheinend Angst, dass hinterfragt wird, wer war denn der Vater dann, wenn er unbekannt ist. Denn es gab damals viele Denunzianten etc. So, ich bin dann hier die ersten Jahre aufgewachsen, dann später in Mainz. Und 1977 habe ich das auch meiner amerikanischen Managerin erzählt, dass ich demnach also mütterlicherseits quasi ein Viertel Jude dann bin. Da wollte sie eine große Geschichte daraus machen in Amerika. Herbert Breslin war dabei, Pavarotti hat mich zu ihm gebracht und er wollte mich dann managen. Und ich bin, vielleicht leider, zu der Überzeugung gekommen, ich bin schon 15 Jahre an allen großen deutschen Theatern. Wie soll ich nach Amerika kommen und dort das italienische Fach, darum ging es, italienische Fach anfangen. Obwohl ich dafür prädestiniert war. Es gibt eine Aufnahme Fledermaus von der Wiener Staatsoper, wo ich den Tenor singe, Gabriel von Eisenstein. Also ich habe tenorale Höhen gehabt, Karajan sagte, sie sind ein Tenor, die Stimmärzte haben es gesagt, nur ich hätte ein hoher Bariton sein dürfen und so musste ich Wagner-Sänger werden, das ist die Mittellage. Ich musste also vom Leichtathleten zum Schwerathleten den Körper umarbeiten, irrsinnig schwer. Und in dem Sinn dann auch nicht ergiebig, weil das dann immer nur noch mit Hakenkreuzen und mit allem Faschistischen zu tun hatte. Dann habe ich es wieder bedauert. Aber dann war es auch irgendwann zu spät. Sie hätten also gern mehr in italienischer Sprache gesungen? Ich spreche Italienisch. Pavarotti hat gesagt, perché fai questo Wagner? Potremmo fare il repertorio italiano. Dann hat er mich mitgenommen nach Paris. Er wollte eine Welttournee machen. Und dort wurde ich jeden Abend ausgebuht. Dann hat er mich angeschaut wie ein Schaf und ich habe gesagt, ti l'ho detto, eh. Und dann erst hat er die drei Tenöre gegründet. Also ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich habe lange Zeit noch gedacht, dass es ein Fehler war, eben nicht nach Amerika zu gehen. Denn es gibt noch etwas, Amerikaner haben hier überhaupt kein Problem in Deutschland mit der Arbeit, die kriegen sie sofort. Umgekehrt muss man als Deutscher oder Ausländer generell, und es wird bei Trump noch schlimmer werden, 8 oder bis zu 8 glänzende Kritiken in Amerika vorweisen, bis man eine Arbeitsgenehmigung dort erhält. Und wer bekommt in Deutschland 8 glänzende Kritiken? Das heißt, als deutscher Sänger kann man in bestimmten Ländern aufgrund allgemeiner Vorurteile im italienischen Fach einfach nicht erfolgreich sein. Ich möchte jetzt noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das wir früher im Zusammenhang mit Ihrer Familiengeschichte kurz erwähnt haben, das Thema Vorahnungen. Hat das für Sie auch persönlich eine Bedeutung? Musische Menschen haben zu Schicksalsfragen ja oft einen sehr eigenen Zugang, eigene Erlebnisse.
Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, Osterfestspiele 72 in Salzburg. Auf der Rückreise sitze ich gegenüber einer Dame im Coupé, im Abteil, und sie schaut mich an und hört nicht auf, mich anzuschauen. Und ich schaue genauso zurück und dann sagt sie: Haben Sie was dagegen, wenn ich Ihnen mein bisheriges Leben erzählen darf? Und dann war ich am Anfang natürlich erstaunt, aber habe gedacht, das interessiert mich jetzt. Und dann hat die mir tatsächlich mein bis dahin gelebtes Leben erzählt. Also auch private Dinge, von denen sie nichts wissen konnte? Die konnte überhaupt nichts davon wissen, ja. Dann hat die allerdings als Schlusssatz gesagt: Ich habe es Ihnen deswegen gesagt, weil ich weiß, ich kann in Sie hineinsehen, ich weiß ganz genau, dass Sie es auch können. Da ich aber meine Karriere weitergetrieben habe, habe ich dem nicht gefolgt. Und viel später, als ich in München einmal Meistersinger gesungen habe, kommt ein Chormitglied in meine Garderobe und lässt mich grüßen von dieser Dame, der ich damals nicht gefolgt bin. Aber ein deutliches Beispiel gibt es hier in Bodenmais am Arber für das, was ich vielleicht kann und andere Menschen können es nicht. Ich habe monatelang von einer Kapelle, einer Kirche geträumt, die gegenüber von meinem Haus am Hang steht. Da steht nichts. Jeden Baum kenne ich dort, jede Blume, alles kenne ich dort. Da steht keine Kapelle, steht nichts. Und nach Monaten, jede Nacht der gleiche Traum. Ich wache auf und sage: Du bist verrückt, da steht keine Kapelle. Und nach Monaten gehe ich mit einer Bekannten vom Bahnhof in diese Richtung, wo mein Haus stand, das habe ich jetzt verkauft. Aber gegenüber auf dem Hügel sage ich zu der Dame: Da steht immer ein Haus, was ich träume. Und sie schaut hinauf und sagt: Schau rauf. Steht jetzt eine Kapelle. Inzwischen gebaut worden. Inzwischen gebaut worden. Und niemand hat mir das erzählt. Niemand. Ich bin aber auch in anderen Dingen leider immer vorausschauend oder fast prophetisch, dass ich schon als Kind wusste, wer nach meinem Schulschluss bei uns zu Hause war. Ich musste mit der Straßenbahn fahren in Mainz, wusste aber, wer bei uns zu Besuch war. Das wusste ich schon immer. Und ich kann Dinge voraussehen, die andere nicht können. Das ist nicht angenehm, überhaupt nicht angenehm. Und normalerweise schweige ich auch darüber, weil die Leute sagen, der spinnt. Aber ich glaube, dass wir nicht umsonst eine so große Hirnmasse haben. Wir haben noch Felder, die aber nicht ausgebildet sind. Das glaube ich. Ja. Ich bin zum Beispiel auch zum Teil, das habe ich ja auch schon gesagt, Eidetiker. Ich habe meine Noten oft fotografiert mit dem Blick und habe dann beim Spazierengehen einfach die Opern in meinem geistigen Bildervermögen abgerufen und habe die auswendig gelernt. Ich musste nicht in die Noten schauen. Denken Sie allgemein betrachtet, dass es so etwas wie eine wirkliche Aufgabe, eine Berufung für einen Menschen gibt? Was raten Sie jungen Sängern am Anfang ihrer Karriere? Ja, suchen sollte jeder etwas, was ihm liegt. Aber gleich, das ist dann die innere Bereitschaft, das zu tun. Aber es gibt ja äußere Schwierigkeiten, es durchführen zu können. Ich empfehle dann einen T-Balken. Break-even wäre zu kompliziert. Das kommt aus der Ökonomie. Einen T-Balken mit Ja und Nein und Ja mit Nein. Welche Chancen werde ich auf dem freien Markt oder auf dem Markt, was Opernhäuser betrifft und so weiter, haben? Wie schaue ich körperlich aus? Wie ist meine Stimme zu vergleichen mit denen, die heute große Karriere machen? Kann ich gegen die Leute antreten? Das muss man ganz nüchtern sehen und sich keinesfalls Wünschen hingeben. Für Wünsche hat nie ein Markt Einverständnis. Wir haben vom Begriff der Seelennahrung gesprochen. Das führt mich jetzt abschließend zur Frage nach der Seele. Wir haben von Intuition, von Bewusstsein gesprochen. Was ist denn Ihr Menschenbild? Glauben Sie, dass es da etwas in uns gibt, das über den Körper hinausreicht, den Körper überdauert? Also, wir nennen ja vieles, was uns plötzlich bekannt vorkommt, ein Déjà-vu. Es gibt Telepathie, das wissen wir, das funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Wiedergeburt gibt. Und dabei würde ich mir, was mich betrifft, könnte ich mir wünschen, als Wiedergeburt eine sehr, sehr hübsche amerikanische Sopranistin zu sein.
Das heißt, wir werden Sie vielleicht demnächst auf der Bühne als Salome bewundern dürfen. Ja, Sie können sich ausziehen, na, dann kann ich mich ausziehen. Herzlichen Dank, Herr Kammersinger, für das Gespräch. Wunderlich.